Bienvenue à Paris, mes amis. Ich hoffe, wir haben es richtig ausgesprochen. Und somit begrüßen wir euch zum neuen Video. Ja. Herzlich willkommen in Paris. Paris. Wir sind hier mit dem Camper gefahren. Wir befinden uns hier auf dem Campingplatz de Paris. Ja. Glaube ich. Ja. Sind gestern Abend hier eingereist. Wir werden wahrscheinlich einen Tag mal das Campingplatz vorführen. Und ich muss sagen, heute ist das Wetter top. Gestern war es nicht so. Nee. Ja. Wir sind jetzt heute dann mal in die Stadt gefahren. Das heißt, wir sind von dem Campingplatz mit einem Ticket, was man nur am Campingplatz kaufen kann, für den Shuttlebus. Genau. Bis zur Metrostation Port Malo oder so. Irgendwas sowas in der Art. Und dort haben wir dann sozusagen das Ticket für die Öffentlichen geholt. Für euch geht die Reise jetzt wieder weiter, indem wir versuchen, die Tagesticket unten in der Metro zu kaufen. Viel Spaß in Paris. Viel Spaß. Jetzt sind wir mal gespannt, wie man hier ein Ticket kaufen können. So schauen die Automaten aus. Und die Fahrkarten kriegt man nur an der Metro Station, glaube ich. Irgendwie. Es gibt aber anscheinend auch irgendwo Shops, wo man das kaufen kann. Wir wissen es nicht so genau. Egal, wir sind mit dem Bus hergefahren. Jetzt haben wir die Automaten gefunden. Ich bin gespannt, wie es wird. So. Lass uns mal überraschen, ja. So, los geht's. Man kann aber nur jeweils zwei Zonen wählen, also 1 genau, bis 2 also geht nicht. 1 bis 3 geht und 1 bis 5, genau. Also 4 kann man nicht. Ja. 3 bestätigen. Voller Tarif. Natürlich voller Tarif. Wir nehmen 3 Tage, weil mehr brauchen wir nicht. 2 Tickets. 2 Tickets, also das Ticket kostet 30,90. Ja. Wir brauchen 2. Okay. Bestätigen. Bankkarte ein. Genau, jetzt sind wir mal gespannt. Zahlung abgelehnt, ich weiß zwar nicht warum. Ah, Störung. Fängt gut an. Ja, toll. Müssen wir jetzt müssen wir die nächste Automat nehmen, weil hier kann man nicht bezahlen. Dann den nächsten Automat testen. Auch ein neues. So, jetzt haben wir einen neuen Automat geholt und wir haben die Tickets gekriegt. Anscheinend hat er die Karte nicht akzeptiert oder der Automat war daneben irgendwie außer Betrieb. Also, so schauen die Tickets aus. Pro Ticket hat es 30 Euro gekostet, also 30,90. Ja. Gilt für 3 Tage. Für Zone 1 bis 3. Also war es eigentlich einfache Geschichte. Eigentlich ja. So, lass uns jetzt mal weitergehen. Jetzt gehen wir mal. Genau. Du hast nicht gezählt, ja? Nein, ich war halt nicht konzentriert. Ich habe nicht gezählt. Wir sind auf der Mittelebene jetzt angekommen. Es war angenehm. Eigentlich ging es ja. Ja, sehr angenehm. Es sind insgesamt, glaube ich, bis zu diesem Mittelpunkt 202 Stufen. Und wir haben noch, glaube ich, ca. 82, also um die 80. Irgendwie um die 290 Stufen sollen es sein. Ja, wir gehen dann gleich raus und dann haben wir einen besseren Aussicht. Ja. So machen Ach wir übrigens, Eintritt hat 16 Euro pro Person gekostet. Insgesamt Wartezeit und hoch haben wir jetzt eine halbe Stunde gebraucht. Ungefähr. Ja, ja. 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 Passend. Hat gepasst. Oh, tust du schon was essen? Ja, muss ich. Hier mal eine Pause erstmal.
Also, wir waren jetzt auf dem Arc de Triomphe. Jo. Jetzt laufen wir mal Richtung Eiffelturm. Vielleicht sieht man den ein bisschen. Man ist aber auch schnell da. Also, schätzungsweise Viertelstunde. Schätze mal. Ja, wie gesagt. Wir waren ja schon vor 2 Jahren hier, allerdings sind wir nur durchgefahren mit dem Camper. Daher wissen wir ungefähr, wo was ist. Ja. Da müssen wir nicht groß suchen. Ja. Und das Geniale ist, mit dem Google Map, wenn man jetzt zu Fuß unterwegs ist, gibt es anscheinend diese Option, der dir den Street View zeigt. Und es ist echt genial gemacht worden. Hast du vorhin gesehen, wo die so, ja, so Pfeiler irgendwie, der zeigt ja in die richtige Richtung und sowas. Blende ich hier ein. War echt geil. Jo. Okay, jetzt laufen wir mal Richtung Eiffelturm. Genau, ihr werdet sehen. Ihr werdet schon sehen, was da alles zu sehen gibt. Den Eiffelturm. Den Eiffelturm, natürlich. Ja. Also, bis denn. Bis dann. Da sind wir wieder. Jawohl. Direkt unter dem Eiffelturm. Mitten unten drunter. Ja. Wir versuchen jetzt mal, unser Ticket Glück zu bekommen. Ja. Schauen wir, ob wir Glück haben oder nicht. Wenn nicht, sehen. Dann morgen. Genau. Wenn doch, gleich. Bis später. Da sind wir. Ja, oben. Ganz, ganz oben. Ganz oben. Es war echt angenehm. Für mich, muss ich sagen. Für dich, ja. Für sie weniger angenehm. Aber ich habe mich getraut. Wir mussten ja zweimal umsteigen. Also der erste Aufzug ging ein paar Sekunden, glaube ich. Ja. 50 Sekunden, wenn überhaupt, oder 30 Sekunden. Ja. Und dann muss man den Aufzug wechseln. Einmal links rum und dann muss man wieder warten. Aber groß und ganz lief eigentlich perfekt. Dann der zweite Aufzug hat ca. 1 Minute und 20 Sekunden, glaube ich, was. 70 Sekunden stand, glaube ich. Achso, dann 1,10 dann. 1,10. Ja. Also 1,10. 70 Sekunden, ja, auf 2,80 Meter. Ich will mal gucken, ich glaube, ich muss mal die Mütze festhalten, weil es ist schon windig hier. Wie man sieht. Ja. Und toll, wahrscheinlich hört. Die Aussicht ist genial. Also wir haben eigentlich super Wetter, muss ich zugeben. Ja, außer bis auf den Wind. Klar, hier oben. Und wir haben kein Netz hier oben. Ja, wir sind oberhalb, ja, sämtlicher. Ja. So, ich zeig mal von vorne wieder alles, wie es ausschaut. Da hinten ist der Triumphbogen. Man sieht, wie klein der ist. Da geht's weiter. Ja, toll. Machen wir eine Runde hier. Ja. Wachsfiguren oder was? Weiter. Ich weiß nicht, ob es noch höher geht. Keine Ahnung. Höher geht's nicht, gell? So, schauen wir auf die Seite. Schön festhalten hier. Oh, schön. Hm, da kann man den Park von oben sehen jetzt. Cool. Da hinten geht's auch weiter. So. Ich muss sagen, das hat sich heute. Die Fahrt nach oben hat sich auf jeden Fall gelohnt. War nicht ganz gerade günstig, aber egal. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir genießen das hier oben noch ein bisschen. Schön wäre mit Sonnenuntergang. Schön wäre es auch im Dunkeln. Sieht bestimmt genial aus. Wir genießen das jetzt noch kurz und dann fahren wir demnächst runter. Man kann dann noch die erste Etage, das wollen wir auch noch machen. Und ja, dann
Wir sind eine Etage tiefer, nee, zwei Etagen tiefer. Wir sind zwei Etagen tiefer jetzt gefahren. Ich habe nämlich so eine Zwischenetage gesucht, wo man auch besser gucken kann, vor allem nach innen. Ich zeige euch mal. So, nämlich, nee, da geht's nicht. Sandra will nicht, sie traut sich nicht. Ich schon. Ich zeige euch mal. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sieht komisch aus. Naja. Dann geht's noch weiter. Eine ganze Runde kann man da machen. So. Ist mir egal. Die ganze Leute schreien hier rum. Wahnsinn, ne? Spektakulär. Wenn ich schon so viel bezahlt habe, dann will ich das auch noch machen. Also Sandra traut sich nicht. Es ist schon komisch, vor allem wenn du nach unten schaust. Oh Gott. Oh Gott. Aber geiles Gefühl. Ja. Also, wenn ihr ganz hoch fährt, bei Runterfahren gibt es eine Zwischenhalt noch sozusagen. Also es gibt insgesamt, glaube ich, drei Etagen. In der Regel fährt man nur auf die erste und dann die zweite, also ist ganz oben. Und wenn du runterfährst, kann man entscheiden, dass man noch eine Zwischenetage aussteigt. Dann kann man hier aussteigen, da was zu essen holen. Ja. Liegt schön Ausblick da hinten, super. So, ich muss mal gucken, wo ist die Sandra hin? Top. Jetzt muss ich mal die Sandra suchen, ich weiß nicht, wo sie hingegangen ist. Ja, keine Ahnung, wo ist sie denn? Macht sie eine Runde oder was? Schatz, wo bist du? Bist du geflogen? Ach, da hinten auf die andere Seite. Ja. So, jetzt laufen wir zu ihr hin. Oh, da kommt sie mir entgegen. Schaut. Ah, guck. Jetzt ist da viel mehr los da unten. Bei uns noch viel angenehmer gewesen. So. Und? Fast. Mit gewissem Abstand geht alles. Ja. nee, jetzt fahren wir runter. Yep. Und oh, das sieht auch schön aus von hier. Krass, wie was für ein Panorama. Ja. Es kommt leider nicht so gut rüber auf die Kamera, das weiß ich definitiv. Ja. So, jetzt fahren wir runter. So, und uns die U-Bahn, Tram, Metro. Metro. Weil wir wollen dann wahrscheinlich zu Notre Dame und was essen, langsam. Ja. Gehen wir runter. Also, wir sehen uns wahrscheinlich erst morgen wieder oder später. Genau. Oder bis später. Über den Zehn. Jo, bis später. Bis ciao. Dann. Wir sind jetzt an Notre Dame und wie man sieht, ist eigentlich die reinste Baustelle. Nach dem Brand sind sie immer noch am Bauen und am Werkeln. Also eine Seite sieht man noch, von der anderen ist alles eingerüstet. Naja, in ein paar Jahren wird es fertig sein, dann kann man sich es ja mal ganz anschauen. Rein geht auch nicht, weil sie auch drinnen alles neu machen. Demher. Genau. Und für uns endet der Abend. Hier. Wir schauen, dass wir vielleicht irgendwo was zu essen bekommen. Ja. Und auf dem Rückweg vielleicht gucken wir, dass wir den Eiffelturm noch kurz anschauen, wie es leuchtet. Und dann heißt es ab nach Hause. Ab durch die Mitte. Nein, ab zum Campingplatz zurück. Und dann muss man ja noch gucken, wie man da wieder zurückkommt, weil wir müssen ja von hier aus komplett anders fahren. Somit verabschieden wir uns von heute. Wir sehen uns morgen. Jawohl. Ciao, servus. Ciao, ciao.